Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ja, ihr habt schon lange nichts mehr gehört von mir. Und ich dachte, ich mache jetzt mal noch mal so ein kleines Update von der Halle, von der Scooter-Garage, sagen wir es mal so. Da wird sich jetzt auch, denke ich mal, einiges nochmal ändern. Da müssen wir mal gucken, ob das für euch passt oder nicht. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. So Leute, hier hat sich einiges getan. Hier steht jetzt eine Bühne, die ich hier reingebaut habe. Für die Autos zum Schrauben. Hier stehen noch ein paar Roller. Hier drüben steht noch der andere Roller auf der selbstgebauten Bühne. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen Chaos. Hier muss ich halt noch ein bisschen aufräumen, noch ein bisschen Platz schaffen. Ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt mit einer Bühne. Aber das war schon immer so ein kleiner Traum von mir, mal so eine eigene Bühne zu haben. Jetzt haben wir hier gerade einen Golf draufstehen, wo ich dann zum Beispiel hier habe ich den Seitenschweller gemacht, das hintere Stück rausgeschnitten und neu gemacht. Das war halt komplett hinüber, da werde ich mal ein paar Bilder jetzt einblenden. Hier drüben, oh, sieht man nicht so gut, da gehen wir mal mit Lichtchen hier, dann sieht das dann so ein bisschen. Hier drüben wurde das schon mal bearbeitet, wurde neu reingesetzt in einer Werkstatt. Ah, sieht man jetzt ganz schlecht hier drauf. Sieht man das hier so ein bisschen? Ah, hier sieht man das. Ist halt nicht so schön gemacht worden. Ja, solange das jetzt hier nicht irgendwie rostet oder so, ist mir das eigentlich vollkommen egal. Und jetzt geht der Kompressor an. Wunderbar. Da wird sich auch noch mal was ändern, weil das stört mich nämlich auch extrem. Ist halt ein kleiner Kompressor, da wird jetzt auch bald ein neuer wahrscheinlich kommen. Gibt es auch ein Video, denke ich, dann mal drüber, wenn ihr da Bock drauf habt, weil mir das ziemlich auf den Sack geht. Hab ja, wie gesagt, habe ich jetzt hier eine Bühne stehen. Hier oben sieht man schon den Schlauch. Da habe ich dann hier noch was, den Wasserabscheider angebaut, wo ich dann hier alles einstellen kann. Ich hoffe, man versteht mich noch. Ich hoffe, man hat mich jetzt noch verstanden gerade eben, aber ich denke mal schon. Ich hoffe auch, dass der Ton jetzt gut ist. Da habe ich auch nochmal investiert für euch, weil mir das auf den Sack gegangen ist. Ich habe ja immer mit dem Lavalier-Mikrofon gearbeitet, was auch gut ist. Da wird vielleicht auch nochmal ein neues kommen, aber ich musste halt immer alles synchronisieren mit dem Handy. Ich habe es halt mit dem Handy aufgenommen, den Ton, und das hat mich genervt. Jetzt habe ich hier unten halt ein Mikrofon dran, was echt nicht so verkehrt ist. Das ist auch das Einzige, was ich bekomme für meine A6000 hier, was einigermaßen vernünftig ist, weil ich keinen Anschluss habe für einen Rode oder sonst was. Heute ist so ein bisschen Mix hier, ne? Also nicht wundern bei dem Video, aber ich muss ja auch mal hier mal euch mal ein Update geben, ne? So, wo ist denn mein Dampfgerät? Hier unten. Ein bisschen Dampfen noch nebenbei. Dann können wir ein bisschen noch schnacken. Ja, die Bühne, wie gesagt, das war halt so ein Traum von mir. Und da musste ich halt ein bisschen sparen und so. Und ja, deshalb ist die hier drinne. Es wird bestimmt trotzdem noch was kommen mit Rollern, aber ich habe mir jetzt so gedacht, auf dem Kanal, ich mache einfach da das, worauf ich Bock habe. So, wer da keine Lust halt drauf hat, der muss dann halt ja sonst abschalten, umschalten, wie auch immer. Das wird bestimmt immer mal wieder was kommen mit Rollern und so, aber auch mal Autos, also weil Autos halt, ja, das ist mein Ding so mit den Autos, bisschen schrauben, bisschen schweißen und was auch immer. Und was man halt so braucht in der Werkstatt, ist halt so allgemein Werkstatt, sagen wir es mal so. Ne? Es wird auf jeden Fall noch was kommen mit Rollern. Aber wann sowas zum Beispiel jetzt kommt mit dem Rollern oder so oder Autos, das mache ich einfach so, wie ich Bock habe. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt jede Woche ein Video, das schaffe ich auch eigentlich alles gar nicht. Dafür habe ich einfach viel zu viel andere Sachen, die mir dann auch noch ein bisschen wichtiger sind. Ich mache es einfach so, wie ich Zeit habe, wie ich Bock habe. Ne? Ich hoffe, ihr akzeptiert das und ja, nimmt das so hin. Ja, wie gesagt, hier ist die Bühne, falls ihr da nochmal irgendwie Interesse habt oder sowas. So, weiter geht's. Da war ein kleiner Cut drin. Warum, weiß ich auch nicht. So, ja, falls ihr nochmal Interesse habt, falls ihr Interesse habt an der Bühne, wie ich die aufgebaut habe und sowas, kann ich auch gerne nochmal erklären. Also ich bin bis jetzt zufrieden mit der Bühne. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die haben mir nicht so gefallen, aber da kann ich auch gerne nochmal ein Video drüber machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, ich habe jetzt auch nochmal demnächst nochmal was anderes vor. So, hier vorne ist nochmal so eine Platte. Da will ich nämlich auch nochmal was bauen, weil mir das echt ein bisschen auf den Sack geht hier. Wenn man hier am Schrauben ist, ja, wo lege ich die Sachen hin, ne? Das ist immer ein bisschen nervig. Natürlich habe ich hier noch eine Werkbank. Da kann ich die Sachen sonst drauflegen. Ja, ist auch Chaos, muss ich aufräumen, bla bla bla. So, aber trotzdem nervt mich das. Wenn ich hier am Schrauben bin
oder da hinten am Schrauben bin, dann möchte ich mein Werkzeug auch irgendwie griffbereit haben. Also zumindest das, was ich mir da rausgesucht habe. Und dann hier ablegen. Drehmomentschlüssel, was auch immer. Schlagschrauber oder so. Und da werde ich mir dann schön so eine Werkbank, sag ich jetzt mal, da draus bauen. Die ich halt auf Rollen habe, auf Gummirollen. Ja, wenn ihr da auch Interesse dran habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Ich werde auf jeden Fall ein Video dann, denke ich mal, dann dazu drehen, wie ich das Ding baue, schweiß, wie auch immer. Ist mir halt wichtig. Ist so eine 3 cm dicke Platte. Ist auch massiv. Also schon nicht schlecht. Also die Kamera wieder abgekackt. Ich weiß nicht, was die gerade für ein Problem hatte, die Kamera. Wo bin ich denn jetzt hier stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr, du. Ja. Machen wir einfach weiter. Ja, wie gesagt, hier wird dann auch nochmal ein bisschen aufgeräumt demnächst alles. Ich muss halt ein bisschen gucken wegen Platz. Das ist natürlich ein bisschen Mangelware jetzt hier, Platz. Reifen sollen auch noch weg. Da drüben sind auch noch Reifen, die müssen auch noch weg. Ja, und warum ich überhaupt jetzt gerade hier bin mit dem Golf, das kann ich euch ja mal zeigen. Der muss nämlich bald jetzt durch den TÜV. Deshalb habe ich auch den Seitenschweller gemacht. Die Bilder habt ihr ja schon gesehen. Jo, das sieht nicht so toll aus, würde ich mal so sagen. Ne? Die Hinterachse ist echt... Also ich finde das schon lächerlich, dass das so aussieht. Ich weiß nicht, ob das Ding mal irgendwie im See stand hier hinten. Schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ist überall Rost. Und das für einen Golf 5 finde ich denn doch schon ziemlich traurig. Hier sieht man das hier. Mal ein bisschen Licht noch machen hier. Genau. Dann sieht man das auch. Also das sieht echt nicht mehr feierlich aus. Das wird halt einmal so gut ich kann entrostet, mit Rostumwandler bearbeitet und dann vielleicht ein bisschen schwarz matt lackiert und dann ist das gut. Ich könnte auch noch Seilfett und all so ein Klimbim machen. Habe ich aber ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf. Es hat wie gesagt ein 1, ist ein 100 TDI. Ist sonst super zuverlässig, die Kiste, das auf jeden Fall. Aber Auto wird dann verkauft, wenn er neu TÜV hat, weil es keinen Sinn macht, mit dem Auto, mit dem Diesel 1,5 Kilometer am Tag zur Arbeit zu fahren für eine Strecke. Das macht einfach keinen Sinn. So, diese ganze Rostgeschichte an diesen Autos ist echt, meiner Meinung nach, echt lächerlich. Dass hier schon der Seitenschweller komplett durchgegammelt war und neu gemacht werden musste. Für einen Golf 5 finde ich das echt schon traurig. Hat natürlich auch so ein paar Kampfspuren, das ist ja normal. Aber der Motor ist echt top. Der Wagen läuft super, da kann man sonst nicht meckern. Oh, das ist jetzt hier auch nur provisorisch gemacht, wie gesagt. Aber dafür, dass ich das jetzt hier so selber gemacht habe, ist das eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Das geht. Ja, und man kann halt einfach jetzt vernünftig arbeiten mit der Bühne. Das ist schon cool. Gut, dann werde ich mich mal hier ran machen. Gucken, ob ich die Kamera jetzt weiter laufen lasse. Weil der ganze Dreck, das muss ich jetzt nicht unbedingt an der Kamera haben. Gefällt mir nämlich nicht so. Also, das ist schon krass. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Stabi hier sehe, der Stabi sieht super aus. Und hier, da kriegst du euch einen Krampf. So wie das aussieht. Naja gut, ich werde mich mal hier ein bisschen ranmachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher gleich nochmal. So, kleines Update. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was runtergenommen, das heißt ein bisschen. Hier ist schon jede Menge auf dem Boden. So sah das ungefähr vorher aus. Aber man sieht das jetzt ein bisschen. Das ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Und hier bin ich jetzt auch schon überall so ein bisschen rübergegangen. Hier oben ist natürlich schwierig ranzukommen. Da muss ich auch noch mal gucken. So, da ich jetzt sowieso jetzt gerade keine Zeit mehr wirklich habe, werde ich jetzt hier unten einfach noch mal ein bisschen Rostumwandler raufschmieren und dann kommt die Kiste runter. Und ich denke mal, ich werde mir hier noch mal so einen Nadelentroster besorgen, damit man einfach an diese ganzen Kanten kommt. Und hier ist alles voll. Also hier fummelt man sich richtig einen ab. Ich bin auch gespannt, ob der durch den TÜV kommt oder nicht. Das ist schon echt eine traurige Angelegenheit hier, würde ich sagen. Ne? Also haben wir jetzt ein kleines Update mal gehabt hier von der Halle. Ihr wisst jetzt Bescheid, was jetzt hier so ein bisschen abläuft, was ich so mache. Ja, genau. Da wird jetzt erstmal, ja, Rostumwandler rauf. Da kommt jetzt erstmal ein bisschen Da kommt jetzt ein bisschen Rostumwandler rauf und dann ist Feierabend erstmal für heute. Und dann wird da weitergemacht demnächst. Dann werde ich mir nochmal gucken, dass ich so einen Nadelentroster mir besorge. Vielleicht habe ich dann, weiß ich noch nicht so genau, auch einen anderen Kompressor. Weil der Kompressor, der läuft und läuft und läuft. Ich kann euch hier mal zeigen, was ich jetzt gearbeitet habe, so ein bisschen. So, angefangen habe ich hier mit der Bohrmaschine, mit diesem Aufsatz hier. Das bringt gar nichts. Und dann bin ich mit der Flex hier und dem Teil rübergegangen. Das ist auf jeden Fall super. Damit habe ich echt
jede Menge hier runter bekommen. Also das muss man sich vorstellen wie so ein Blätterteich, ne? Da sind da Schicht für Schicht, aber hier ist echt noch gut Futter drin. Oh, das ist ein bisschen erkennen hier. Oh, so. Ja, das sieht man ja hier, ne? Da ist auf jeden Fall noch gut Futter, aber trotzdem, die muss bearbeitet werden, sonst der Typ wird bestimmt sagen, wie sieht die denn aus? Auf jeden Fall ging das damit super schon mal, aber man kommt halt nicht überall ran. Deshalb habe ich jetzt hier noch den Kollegen hier genommen. Damit kann man auch schon jede Menge machen, aber man kommt halt nicht in jede Ecke ran. Hier unten drinne, hier ist alles, es ist schwierig, ne? Und du hast halt einfach nicht genug Kraft, dann geht der Kompressor immer an, kommt nicht hinterher. Das ist schon eine nervige Sache. Naja, ist jetzt so, wie es ist. Ich muss halt gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Wie gesagt, ich werde mir jetzt diese Nadelnroster besorgen und vielleicht habe ich dann auch schon mal einen neuen Kompressor. Dann kann man da ja auch mal ein Video drüber drehen, falls ihr Interesse habt. Dann können wir ja mal den alten und den neuen vergleichen. Aber erstmal abwarten und Tee trinken. Ne? Das muss hier fertig werden. Das ist wichtig. Eventuell mit dem alten Gerät, mit dem alten Kompressor. Aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Wie gesagt, jetzt kommt hier noch ein bisschen Rost und Watte rauf und dann ja, ist das gut. Hier habe ich aber auch noch mal eine Idee. Die sehen auch nicht mehr so gut aus, die werde ich nochmal abschrauben. Die werde ich nämlich nochmal schön einlegen. Aber was ich da mache, das verrate ich euch dann im nächsten Video. Gut Leute, ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen, dieses Update. So ein bisschen chaotisches Video, ein bisschen chaosmäßig. Ist nun mal so. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.